Ja, vielen Dank. Ich hoffe jetzt, dass ich die Erwartungen nicht enttäusche, denn so Vorzeigeregion, da würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Aber ich fange mal an. Vielen Dank, dass du dieses Horizon-Projekt erwähnt hast. Das ist eigentlich ein Anschluss an den letzten Kommentar, den wir hatten zum Tourismusprojekt. Bei uns geht es nämlich auch darum, dass wir versuchen wollen, grenzüberschreitende Erzählungen für den Tourismus zu entwickeln, weil wir den Eindruck haben, dass der Tourismus eine sehr grenzgeprägte Erscheinung immer noch hat. Die meisten Tourismusverbände denken im Rahmen ihrer Grenzen und erzählen Geschichten aus dem Rahmen ihrer Grenzen heraus. Und wir meinen durchaus, dass sich das ändern sollte. Aber jetzt zur deutsch-dänischen Grenzregion. Die gehen weiter. Ich muss das hier mitgehen. Wir gehen nach Schleswig, sondern Schleswig, Herzogtum Schleswig. Wir haben zwei Grenzverschiebungen eigentlich gehabt. Von der unteren Grenze, der Eidergrenze, die die Grenze des Heiligen Römischen Reichs, Deutschen Bund, bis 1864 war, die im täglichen Leben aber zumindest seit dem späten Mittelalter keine große Bedeutung mehr hatte, hin zur Grenze im Norden, der Nordgrenze des Herzogtums Schleswig, die eine juristisch formal ziemlich große Bedeutung hatte, obwohl der dänische König in beiden Gebieten herrschte seit 1460, aber die sprachlich-kulturell eigentlich nie eine Bedeutung hatte. Hin zu der Grenze, die wir heute haben, die wie die Grenze hier nach einer Volksabstimmung 1920 gezogen worden ist. Wie wir nicht so martialisch feiern, wie das hier gemacht wird. Das ist alles ein bisschen dezenter. Und jetzt die Frage, Vorzeigeregion, wofür? Es wurde viel. Diese demokratische Festlegung der Grenze spielt eine große Rolle im Narrativ bei uns. Habe ich einen Slide vergessen? Nee, kommt gleich. Die Frage Verständigung, Versöhnung wird oft hervorgehoben in der Erzählung, dass eben, es hat zwei Kriege gegeben, 1848, 51 bis und dann 1864 um die Region. Es hat im Mittelalter immer wieder mal diverse Kriege und Kämpfe in der Region gegeben, die man aber nicht unbedingt in den nationalen Rahmen so fassen kann, wie man das gern gemacht hat. Und heute redet man von einer Region, wo wir alle gut zusammenleben, Minderheit und Mehrheit natürlich auch. Das reziproke Modell, dass man eben zwei Minderheiten auf beiden Seiten seit der Grenzziehung hat und dass eben die beiden Kinstates, Deutschland und Dänemark, sich auch einig sind, dass diese Minderheiten das ganz gut haben sollen, dass man das also als Bereicherung empfindet und Stabilität da auch und Unterstützung macht. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wir haben kein EVTZ. Pendeln komme ich nachher zu. Wir haben im Prinzip Zweisprachigkeit in den Minderheiten, Also da ist auch Thema, Wir haben, auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit, aber ich komme da gleich auch noch hinein. Ist es wirklich so toll? Und dann die letzte Frage natürlich, haben wir wirklich einen integrierten grenzüberschreitenden Lebensraum in dem Sinne, dass man flexibel auf beiden Seiten Arbeitsmarkt benutzt, öffentliche Dienste benutzt, Wohnraum oder auch eben die gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Also die politische Erzählung ist hier, wir sind alle so toll und alles ist gut, wir verstehen uns super. Schleswig mit Grenzen oder ohne Grenzen. Historisch war das eine recht reiche Region. Wenn wir ins 18., 17. Jahrhundert zurückgehen, da blühte die Wirtschaft und dann kamen die napoleonischen Kriege. Das war nicht so toll und schwierig für die Region. Aber 1864 kam letztendlich dann die staatliche Veränderung, dass es eben Teil von Preußens wurde und Schleswig wurde von einer, Region, die Dänemarks Verbindung zum norddeutschen europäischen Wirtschaftsraum darstellte, zu einer Grenzregion. Man kann demografisch sehen, dass die Entwicklung nach 1864 stagnierte in der Region, vor allen Dingen im Verhältnis zu dänischen Städten fiel die Region zurück. Viel Auswanderung, keine richtige Industrialisierung, nationaler Konflikt, der, auch Ressourcen bündelte und Fokus öffentlichen Handels war, also mit dänischer, dass man die Dänen assimilieren wollte und andere Geschichten. Und dann haben wir 1920 die Teilung. Und zwar eine richtige Teilung. Das Ziel der Dänemarks vor allen Dingen war, dass diese Grenze dicht sein sollte. Die Verbindungen zum Süden sollten gekappt werden. Dementsprechend hat man auch die Politik ausgerichtet.
Auf deutscher Seite war die Situation sowieso schwierig, nicht? Anfang der 23er Jahre Inflation, Hyperinflation und so weiter. Also da ganz schwierige wirtschaftliche Lage, gerade in Südschleswig auch. Und das hat sich ein bisschen eigentlich geändert seit 1973, wo Dänemark der EG beigetreten ist. Und dann hat sich vor allen Dingen der nördliche Teil der Grenzregion als so Dänemarks Tor zu Europa ganz gut entwickelt, während eben Südschleswig und Südschleswig als Region von der Grenze bis runter Richtung so Kiel-Neumünster. Das ist eigentlich immer noch ein Gebiet, das der Entwicklung hinterherhängt. Man sieht das nicht so direkt, wenn man da durchfährt oder da Urlaub macht, aber wenn man ein bisschen länger da ist, wenn man die Statistiken sich anschaut, so Lohnentwicklung, Berufsbild, also Bildungsniveau der Bevölkerung, hinkt die Region deutlich hinterher. Und dann haben wir natürlich dieses Kultur- und Sprachmodell, nicht, wo wir ja letztendlich keine Zweisprachigkeit fördern, wenn das Thema der Konferenz hier ist, sondern es ging darum, für die Minderheiten eine angemessene Situation zu schaffen. Aber Minderheit als eine Gruppe, die letztendlich auch konterinisiert wird, nicht mal die Vorstellung, nicht, also das gibt deutsche Mehrheit, es gibt die dänische Minderheit in Deutschland, dann gibt es noch die Friesen, die aber nicht ganz genau wissen, ob sie Minderheit sein wollen, und dann gibt es nördlich der Grenze die deutsche Minderheit und die dänische Mehrheitsbevölkerung, nicht, und keine Zwischenräume, keine Nuancen. Und Ziel der Minderheitenpolitik war auch nicht Förderung der Zweisprachigkeit, das war die Ziel auch der Minderheiten selber, war nicht Förderung der Zweisprachigkeit oder Brückenbau, und das war eigentlich mehr uns als Gruppe so zu konsolidieren. Nicht? Und heute haben wir eine Situation, wo Zweisprachigkeit außerhalb der Minderheit so gut wie nicht vorhanden ist, auf beiden Seiten, was so die jüngere Generation betrifft, so die meine Generation und größter von ihrer Generation, da ist auf der dänischen Seite schon noch eine gewisse funktionelle Zweisprachigkeit vorhanden, weil die alle noch ordentlich Deutsch gelernt haben, als sie jung waren. Ja, Möglichkeiten. Nicht? Wir haben also eigentlich recht viele Möglichkeiten. Das sind so die Statistiken. Nicht? Personen, Warenverkehr von und nach Dänemark. Man kann sehen, das ist wichtig. Da passiert sehr viel. Nicht? Da geht viel durch. Nicht? Und dann gibt es auch so eine Vision eines grenzüberschreitenden Transportkorridors. Nicht? Dass man sagt, hier, das ist, ich meine, 60% des dänischen Exports nach Europa in die EU geht durch die Region. Also vor allen Dingen Industrieproduktion, das liegt alles in diesem Raum da oben, nicht zwischen diesen Autobahnen, Dänisch-Mark-Trekons-Område, das Dreiecksgebiet, Fredericia-Weile, Kolding, nicht? Da wird produziert. In Kopenhagen passiert gar nichts. Nicht? Und das ist eigentlich das, für wirtschaftliche Gesichtspunkte her, müsste das die Verbindung sein nach Europa. Ich meine, die Autobahn ist auch da seit 1983. Die Bahnverbindung ist natürlich auch da, aber hat also kein Hochleistungsniveau. Nicht? Also wenn ich jetzt hier Koralmbahn und diese ganzen Pläne sehe, da können wir nur von träumen, von sowas. Nicht? Also wir haben eine Strecke, die nicht mal durchgehend zweigleisig ist. Maximale Streckengeschwindigkeit teilweise 180, aber oft auch nur 120. Und Systemgrenze, nicht zwei verschiedene Stromsysteme und alles mögliche andere. Nicht? Also das ist also nichts. Und Güterverkehr auf der Schiene gibt es sowieso eigentlich kaum. Das sind nur so ein paar aus Schweden, dass da Transitzüge fahren. Personenverkehr ist auch, rudimentär. Nicht? Also das könnte alles viel besser sein. Nee, also da hängen wir hinterher. Aber letztendlich, wir haben eigentlich eine relativ zentrale Lage. Nicht? Das ist also von Dänemark nach Europa. Nicht? Flensburg als Mittelpunkt der Region liegt drei bis dreieinhalb Stunden von Kopenhagen mit dem Auto und Zug. Knapp 2 Stunden nach Hamburg, knapp 4 Stunden nach Berlin. Also wir liegen eigentlich gar nicht so weit weg. Trotzdem ist eine empfundene Peripheralität da. Nicht? Die Menschen denken, wir sind wirklich abgehängt. Hat ein bisschen damit zu tun, mit der Qualität der Züge, mit der Infrastruktur, mit dem Erscheinungsbild des Flensburger Bahnhofs. Vielen Dingen. Nicht? Aber auch so dieses, das ist eine Endstation. Nicht, Flensburg ist eigentlich immer die Endstation. Es gibt wenig Züge, die über die Grenze rüberfahren. Also da ist sowas da. Wir sind abgehängt, wir sind weit weg. Nicht? Und dann ist da dieser Transportkorridor, das ist auch eine dänische Version. Nicht? Also sieht das wirklich massiv stützen. Das ist die dänische Transportindustrie, nicht? Die also auch daran eben gut Geld verdienen. Wir haben natürlich ganz viel Zusammenarbeit. Nicht? Das hat man ja überall. Sie kennen wahrscheinlich die Karte von der
AEBR, nicht der Arbeitsgemeinschaft oder AGEG auf Deutsch, der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen, diese Europakarte mit so lauter kleinen Punkten und Kringeln und überall passiert ganz viel, nicht, haben wir auch. Es gibt dieses String, das kann ich mir mal nicht merken, wofür steht, deswegen schreibe ich es nochmal auf. Sehr kompliziert, Southwestern Baltic Sea Trans-Regional Area, Implementing New Geography. Das ist letztlich eine Idee, die Hamburg und Kopenhagen entwickelt haben, nicht die beiden Metropolregionen, auch in Zusammenarbeit mit Fehmarnbelt, nicht, dass diese Verbindung gestärkt werden soll. Die anderen sind da so ein bisschen Zuschauer, die da so am Rand noch mitspielen. Fehmarnbelt-Region, das Gleiche, nicht, der Fehmarnbelt ist ja eine Region, die durch die Trennung, dann, also da muss man eine Fähre jetzt auch mal noch nehmen. Die feste Verbindung ist ja in 5, 6 Jahren, ist glaube ich der Plan, fertig. Dadurch gibt es natürlich da wenig Pendeln und sowas. Nicht? Mit der Fähre, das ist einfach zu umständlich, sind auch auf beiden Seiten relativ periphere Regionen. Lörrain-Pfalz, da passiert nichts richtig. Ostholstein ist eigentlich auch nur Tourismus. Nicht? Also da, das ist so eine Zwischendurchregion, ne, zwischen den beiden großen Metropolen, was natürlich auch das schwierig macht, da lokal grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu organisieren. Der Jütland-Korridor ist eine, ja, ich würde fast sagen, eine Initiative dänischer Transportfirmen und dänischer Kommunen, die daran liegen, aber das ist nicht institutioniert. Da gibt es nicht keinen EVTZ oder auch keinen Interessenverband, der das alles konkret durchsetzen will. Wir haben natürlich die Kooperation Schleswig-Holstein-Süd-Dänemark. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Schleswig-Holstein ist ja ein Bundesland, aber die Region Süd-Dänemark ist kein Bundesland. Das hat man in Kiel immer noch nicht richtig verstanden. Also die Schleswig-Holstein hat immer noch so diesen Traum, wir haben da einen starken Partner in Dänemark, mit dem wir gut zusammenarbeiten, uns regelmäßig treffen, tolle Treffen, Gipfeltreffen und so weiter. Aber wofür ist die Region Dänemark, Süd-Dänemark zuständig? Die ist für Krankenhäuser zuständig. 95% des Budgets ist Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Psychiatrie, also stationäre Krankenhausbehandlung. Bei jeder dänischen Wahl wird das neu diskutiert, nicht, was mit den Regionen passieren soll und so. Man hat die 2007 eingerichtet, aber niemand war so ganz überzeugt, dass man eine Region eigentlich braucht. Nicht, letzte Nachricht, das habe ich jetzt gerade hier nicht, letzte Nachricht, gestern, 3. Oktober, in der Zeitung der deutschen Minderheit, der Nordschleswiger, ist inzwischen eine reine Online-Zeitung. Dadurch kann man auch alles da wunderbar lesen, muss es nicht mehr abonnieren. Das ist der Vorsitzende des Bundesdeutschen Nordschleswiger, nicht? Die dänische Regierung hat nämlich jetzt gerade in dem neuesten Entwurf sich überlegt, dass man die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus der Region rausnehmen soll. Das sollen die Kommunen machen. Das ist eigentlich auch sehr sinnvoll, denn die Region macht ja nichts, außer Kaffeemüller. Ne? Außer, dass man sich zum Kaffee trinken trifft, machen die ja eigentlich nichts, weil die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist nicht möglich, weil die deutschen Krankenkassen keine Behandlung im Ausland im Regelfall gestatten. Man hat über Jahre lang mit dem Krankenhaus in Flensburg zusammengearbeitet, das war aber einseitig. Ne? In Dänemark ist das ein bisschen einfacher. Da konnte damals noch der Landkreis, der damals zuständig war bis 2007, der konnte sagen, wir sind zu klein, um eine Krebsstrahlentherapie selber anzubieten. Das wird zu teuer. Und dann hat man eben gesagt, naja, warum fragen wir nicht mal in Flensburg nach? Und hat dann ein Abkommen gemacht, dänische Patienten konnten dann nach Flensburg fahren oder eben woanders in Dänemark. Aber die deutschen Krankenkassen sagen einfach, das geht nicht. Da muss man erstmal, wenn jemand in Flensburg irgendwas therapiert werden will, dass man in Flensburg selber nicht anbieten kann, dann wird er eher nach Altötting oder was weiß ich, nach Freilassing oder Berchtesgaden geschickt, als nach Dänemark. Das ist deutsche Regel, das macht man so. Ich habe meine Frau gerade mit Reha und Knie, nicht, da war auch, ja, es kann sein, dass sie da irgendwo nach Baden-Württemberg kommen, das können wir ihnen alles nicht garantieren, ne, aber eben über die Grenze nach Dänemark, sowas geht gar nicht. Also als gesetzlicher Patient, ne, privat ist ein bisschen was anderes. Aber eben die Regionen waren nie richtig konkret, jetzt sollen die Kommunen das machen, weil die haben ja eigentlich auch Möglichkeiten, ne? Kommunale Aufgaben kann man auch grenzüberschreitend lösen. Kläranlagen, Müllabfuhr, öffentlicher Nahverkehr, Schulen, sowas alles. Ne? Wird nicht gemacht, gehen nochmal zurück. Ne? Und wir haben ja eine kommunale Zusammenarbeit auch zwischen Flensburg, Sönderborg und Umbro. Das ist nicht mal mehr ein Kaffeeklub. Die haben neulich sich mal wieder getroffen und waren eigentlich wohl ziemlich ratlos. Ne? Was machen wir eigentlich? Können wir eigentlich noch zusammen machen? Irgendwie kam nichts mehr. Wir haben natürlich eine Euroregion, das hat ja auch jeder, Region Zürnland-Schleswig.
Das ist auch das einzige Organ, wo die regionalen Partner auch noch Geld reinschießen. Das also wirklich nicht von Interreg finanziert wird, sondern so wirklich ein politischer Wille erkennbar ist. Nicht? Wir wollen das weitermachen. Das wird eben finanziert von den Partnern, nicht? Von den dänischen Kommunen und von den drei deutschen Landkreisen südlich der Grenze. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Pendlerberatung heute, nicht Infocenter Grenze. Ne? Da machen die auch tolle Arbeit. Also das ist also, da, das ist ja solche, diese Institutionen sind nicht groß. Sie haben, glaube ich, 12, 13 Mitarbeiter. Ich glaube, einige auch nur auf Projektstellen. Aber die haben wirklich eine Kompetenz aufgebaut für grenzüberschreitende Themen. Die wissen, wo der Schuh drückt und die können eben auch Pendler beraten, die können Umsiedler beraten. Wir haben ja im Moment große Zuwanderung nach Dänemark. Alle wollen aus Deutschland auswandern, weil die Politik in Deutschland scheiße ist und immer nur Ausländer kommen und was weiß ich und alles nicht mehr funktioniert. Also wir haben große Zuwanderung nach Süd-Dänemark. Das wird im Moment noch sehr positiv aufgenommen. Mal gucken, ob das so bleibt. Und dann haben wir natürlich Interreg, nicht? Das hat man ja überall. Ja, und dann haben wir was ganz Neues. Ich bin mal gespannt, ob da was rauskommt. Wir haben jetzt die Ankündigung, dass man ein festes Grenzlandpanel einrichten will. Also eine Gruppe, die sich zweimal im Jahr mindestens treffen soll, wo auch die Minderheiten drin vertreten sind, wobei ich mal nicht genau weiß, was sie da eigentlich zu suchen haben, denn so eine besondere Wirtschaftsgrenzpendlerkompetenz haben die eigentlich nicht. Ne? Also die Minderheiteninstitutionen haben eine Kulturkompetenz, deren Aufgabe ist, dänische Kultur in Deutschland zu pflegen. Aber dieses wird jetzt eingerichtet und das soll sich eben mit Grenzbarrieren konstant laufend auseinandersetzen. Nicht Gesetzgebung beobachten und so weiter und so fort. Wir haben auch eine deutsch-dänische Infrastruktur-Transportkommission, die gibt es seit 2011. Die hat bis jetzt noch nichts gebracht, würde ich sagen. Also da ist ein großer Bericht rausgekommen, was man alles machen könnte. Da ist aber eigentlich nichts von umgesetzt worden. Mal sehen, was dabei rauskommt. So, das hatten wir schon. Es gibt ja diese... Es gab mal so eine Studie vor ein paar Jahren, wo es um grenzüberschreitende Services ging. Das ist eine ganz interessante Studie, weil die haben schon mal einen sehr weiten Begriff gehabt, Public Services, damit sie überhaupt was zählen konnten. Die haben also alles gezählt, wo grenzüberschreitend was angeboten wird. Nicht, das kann Nahverkehr sein, das kann dieses Krankenhaus sein, das wir da unten haben. Warum gibt es kein anderes? Ne? Wir haben dieses Krankenhaus in Cerdagne, das ist seit 2013, glaube ich, in Betrieb. Nicht? Aber ich habe noch nicht davon gehört, dass es irgendwo ein anderes grenzüberschreitendes Krankenhaus gibt. Warum nicht? Was ist daran so schwierig? Scheinbar ist es ganz schwierig. Flensburg baut gerade ein neues Krankenhaus. Die Region Süd-Dänemark hat gerade in Appenrade baut sie ein neues Krankenhaus. Das sollen beides sogenannte Superkrankenhäuser werden, die wirklich alles anbieten können, was man braucht. Warum hat man da nicht grenzüberschreitend gedacht? War nie ein Thema, hat man überhaupt gar nicht erst versucht. Scheint ganz schwierig zu sein. Und wenn man hier die Zahlen so einer Seite sieht, nicht, also das ist dann 1 bis 2 Cross-Border Public Services, nicht, also das sieht überall ziemlich mager aus, bis auf so ein bisschen da im Raum Luxemburg. Ne, da und dann belgisch-niederländische Grenze, da ist auch keine Sprachgrenze. Nicht, und so im Raum Luxemburg, bisschen Französisch-Deutschland, aber sonst sieht das hier alles sehr dürftig aus. Also so viel können wir nicht vorzeigen. Was haben wir als Best Practices gehabt, sage ich mal, weil inzwischen ist das nicht so super mehr. Also wir haben einen grenzüberschreitenden Rettungsdienst gehabt. Auch im Sinn damals war Ressourcen einsparen. Nicht? Also es ging darum, dass man überlegte, müssen wir eine dänische Ambulanz in der Nähe der Grenze stationieren oder ist es nicht billiger, wenn wir die Flensburger fragen, die direkt auf der anderen Seite sind. Das hat man damals entschieden, das ist billiger, die Flensburger zu fragen. Da gab es in Dänemark durchaus Widerstand. Nicht? Ja, wie ist das mit dem Personal? Können die dann überhaupt Dänisch und so? Aber man hat es dann gemacht. Nicht? Und dann ist eben der Rettungswagen aus Flensburg gekommen und hat die Patienten je nach Eile, also bevorzugt in die dänischen Krankenhäuser. Aber wenn es ganz eilig war, haben sie sie auch nach Flensburg gefahren, weil das dann schneller war. Das war eine ziemlich gute Sache. Da hat nie jemand gejammert, dass er irgendwie nicht verstanden wurde von denen, die da Verkehrsunfallopfer waren.
ist irgendwann eingestellt worden, also mit Corona auch, aber auch vorher, also da ist irgendwann umgestellt worden, Dänemark, die haben jetzt inzwischen doch eine Ambulanz an der Grenznähe stationiert und man hat zwar noch das Abkommen, das wird aber immer seltener benutzt. Man hat auch mit einem Rettungshubschrauber sowas gemacht, der fliegt aber vielleicht 3-4% seiner Einsätze in Dänemark. Also das ist kein richtig grenzüberschreitender Rettungshubschrauber. Der kann nur angefordert werden, wenn man wirklich Not am Mann hat in Dänemark. Das Strahlentherapie habe ich schon erzählt, das wurde 2017 eingestellt. Im Moment ist das Thema Berufsausbildung, dass man da besser zusammenarbeiten will, auch gegenseitig Anerkennung und so. Es geht vor allen Dingen darum, dänische junge Menschen unterzubringen in Deutschland, weil Dänemark hat ein eher schulorientiertes Ausbildungssystem, wo die Praktikumsplätze brauchen, die Lehrlinge, während Deutschland das klassische duale Ausbildungssystem hat mit einer Lehre im Betrieb. Und da hat man sich gedacht, dann kann man die ja in Deutschland unterbringen. Das ist auch in der Hotelgastronomie, hat es einige Fälle gegeben, wo es geklappt hat, aber zahlenmäßig, also ich glaube nicht, dass man davon mehr als 10 bis 15 pro Jahr redet. Das ist also nicht, dass das jetzt so die tolle Standardgeschichte geworden ist. Dann haben wir die Minderheiten natürlich, nicht? Das ist immer so das große Minderheitenmodell, nicht? Alles ist gut und so. Nicht? Ich denke mal, der SSW, also die Partei der dänischen Minderheit, ist im Wahlkampf immer sehr explizit, wir brauchen Solidarität. Nicht? Wenn ihr uns nicht wählt, dann ist das Modell hinfällig. Ne? Dann gibt es kein Geld, dann werden wir benachteiligt und so weiter. Nicht mehr, passt irgendwie nicht ganz. Ne? Wenn wirklich ein tolles Modell da ist, wo die Minderheitenrechte garantiert sind, wo eine Bereitschaft da ist, die Minderheiteneinrichtungen auch angemessen zu fördern, dann muss eigentlich die Partei nicht immer wieder sagen, ja, ohne uns geht es nicht. Und dann kommen sie auch immer auf, Listen auf. Ja, in der Gemeinde sind wir, da gibt es Zuschüsse, in der Gemeinde sind wir nicht, da gibt es keine und so. Ne? Also schon auch so ein bisschen so, ja. Wenn wir über Zweisprachigkeit reden, zweisprachige Ortsschilder. Öffentliche Zweisprachigkeit in Dänemark. Da sind Sie politisch tot, wenn Sie das als dänischer Politiker fordern. Das geht gar nicht. Der Bürgermeister von Haderslev, nördlich der Grenze, hat mal ein zweisprachiges Ortsschild aufstellen lassen. Das war nach 2 Tagen weg. Von Vandalen entfernt und man hat es jetzt ins Museum gestellt. Als gut gemeinten Versuch. So nicht. Das Thema wird immer wieder debattiert. Die deutsche Minderheit würde es gerne haben, aber sie ist auch so klug, dass sie sagen, wenn wir das nur fordern, gibt es nur Ärger. Die deutsche Minderheit haben eine Bildungsstätte auf ihrem, so ein Tageszentrum, das liegt auf so einem Berg, also gut Berg, auf einem Hügel, nicht, aber für uns ist es ein Berg. Wenn sie da hinfahren auf der Landstraße, da ist ein Schild, ne? Bildungsstätte Kniefsberg. Aber da ist ein großer Busch davor und ein Haus. Ne? Also wenn Sie da hinfahren und Sie kommen von Süden, also von Deutschland, das sehen Sie nicht. Sie müssen schon wissen, dass es da reingeht. Weil das Schild sehen Sie erst, wenn Sie gerade dran vorbeigefahren sind. Also bloß nicht zu sichtbar sein in Dänemark. Also wir haben jetzt in Schleswig-Holstein, ich meine Dänemark auch, die Kommunen dürfen das machen. Ne? Es ist nicht so, dass das verboten ist. Also die Kommunen können entscheiden, dass sie zweisprachige Ortsschilder haben wollen. Das Gleiche gilt für Schleswig-Holstein. Die Kommunen dürfen entscheiden, dass sie zweisprachige Ortsschilder haben wollen. Inzwischen sind es 3 Kommunen in Deutschland, die dänische Ortsschilder haben. Also Flensburg und die beiden Nachbarstädte Haderslev und Glücksburg machen das. Letztendlich bei Flensburg war es ganz klar touristisch. Nicht? Wir sind Dänemarks südlichste Stadt, Deutschlands nördlichste Stadt. Da kommen so viele dänische Touristen. Da hat man gesagt, das machen wir einfach, um zu zeigen, dass sie willkommen sind. Nicht, dass wir ein dänisches Element haben. Glücksburg ist es ähnlich. In Glücksburg wurde es nur genehmigt, weil ein dänischer Fonds das bezahlt hat. Nicht, weil die Bestimmung ist so, dass man dann alle Ortsschilder austauschen muss. Man kann nicht so der Reihe nach, sondern wenn man sich entscheidet, dann müssen sofort alle Ortsschilder ausgetauscht werden. Haderslev ist eine sehr starke dänische Minderheit, die machen das jetzt auch oder haben es jetzt auch gemacht. In den meisten Gemeinden ist das Thema irgendwie so, naja, da reden wir lieber nicht drüber, das ist nur unsinnig, kostet viel Geld und was weiß ich. Friesen, Nordfriesland. Die Friesen werden keine Grenze verändern, nicht? Das ist so ein bisschen Regionalkolorit. In Nordfriesland sind inzwischen fast alle Ortsschilder zweisprachig, aber mit Deutsch und Friesisch, nicht mit Deutsch und Dänisch. Man kann theoretisch auch Deutsch-Dänisch-Friesisch machen, wo die Bestimmung sagt, das sollte möglichst vermieden werden. Aber wenn die Gemeinde es wirklich will, könnte sie es auch. Das gibt es aber noch gar nicht.
Ja, wir haben dann diese Minderheitenauthentizität, nicht? Das wird auch mal wieder bezweifelt. Das sind ja eigentlich gar keine richtigen Dänen und das sind, ich meine, gut, das ist auch, kann man auch manchmal bezweifeln, nicht? Weil es gibt ein Gewissensprinzip. Jeder kann seine Kinder auf die dänischen Kindergärten, Schulen schicken, wenn die Schulen ihn nehmen oder sie Kinder nehmen, nicht? Also das wird dann von den Schulen letztlich entschieden. Da muss man zur Schule gehen und eben sagen, warum man das möchte, nicht? Und auch wenn man eben kein Dänisch kann, was wahrscheinlich inzwischen ein Großteil der Eltern ist, die können beide kein Dänisch, wenn sie ihre Kinder da anmelden, dass sie dann sich verpflichten, das zu lernen und auch sich unterschreiben, dass ihnen bewusst ist, dass das eben keine Europaschule ist, keine Sprachenschule, keine zweisprachige Schule, sondern eine dänische Minderheitenschule. Gleiche mit den deutschen Schulen in Nordschleswig, wobei die nicht so den starken Zulauf aus der Mehrheitsbevölkerung haben wie die dänischen Schulen in Südschleswig. Das ist also da noch ein bisschen ein anderes Thema. Aber es war eben vor 2010, 2011, nicht, als es wirtschaftlich nicht so gut ging in Schleswig-Holstein, da gab es eine große Krise, weil die Landesregierung die Zuschüsse kürzen wollte und so weiter. Nicht? Also ich denke mal, diese ja, Sonntagsreden ist alles gut, aber wenn es hart auf hart kommt und es um Geld geht, dann kann man durchaus sehen, dass es nicht, also dass so diese Fragen schnell kommen, ja, was soll das eigentlich mit Minderheit und brauchen wir das wirklich und das sind doch eigentlich gar keine richtigen Dänen und so weiter und so fort. Die Minderheiten selber haben diese regionalistische Agenda ein bisschen für sich entdeckt. Nicht? So, wir sind jetzt die Schleswiger, die letzten Schleswiger. Nicht? Das ist die dänische Partei, nicht? Stärken der Region nutzen. Die deutsche Partei da unten, nicht? Die benutzt eigentlich ausgesprochen dänische Symbole. Nicht? Also nicht die Fahne da, aber sonst ist Sønderjysk ist eigentlich ein dänisches Symbol. Nicht? Also nicht stimmt Nordschleswig, sondern stimmt Sønderjysk. Und dieses Kaffee, diese ganzen Kuchen da, das spielt auf die südjütländische Kaffeetafel da. Da hat Siegfried Lenz mal sehr schön drüber geschrieben. Das ist eigentlich auch ein dänischer Brauch aus der Zeit des Kaiserreichs, nicht? Wo die Dänen sich getroffen haben und dann in ihren privaten Häusern große Kaffeetafeln gemacht haben, weil sie Schwierigkeiten hatten, öffentliche Räume zu mieten. Und weil da auch dann noch ein Polizist dabei war, wenn man eine öffentliche Veranstaltung gemacht hat. Ne? Der musste dann berichten, der preußische Landgendarm. Ne? Also das benutzt jetzt die deutsche Minderheit so als regional. Ne? Die kommen damit ganz gut zurecht. Ne? Beide Parteien sind politisch ziemlich stabil. SSW im Moment total im Aufwind mit dieser regionalen Agenda. Ne? Wir haben ja auch hier, das ist wirklich spannend. Nicht? Das, also der Bürgermeister von Tondern, das ist also die erste Stadt in Dänemark an der Westküste, Tønder. Das ist jetzt einer aus der deutschen Minderheit. Man ist nicht geworden, weil die Mehrheit bekommen haben bei der Kommunalwahl, aber er war wohl der beste Vermittler zwischen den dänischen Blöcken. Also die konnten sich selber nicht einigen und dann haben sie gesagt, dann nehmen wir ihn. Das ist ein guter Mann, nicht? Der ist so ein bisschen ruhig und ausgleichend. Der ist jetzt seit 2 Jahren Bürgermeister in Tondern. Ja, Minderheiten und Zusammenarbeiten. Also gut, Minderheiten, manchmal sagen wir jetzt so, ist das jetzt eine Denationalisierung der Minderheiten, dass sie jetzt so pro-europäisch werden. Die Minderheiten entdecken auch sehr viele gemeinsame politische Interessen. Nicht? Also die arbeiten sehr gut zusammen inzwischen. Das haben die vor 20 Jahren noch nicht getan. Das waren die deutsche-dänische Minderheit waren zwei Antipoden früher. Nicht? Weil ja beide die andere Erzählung hatten. Nicht? Das ist eigentlich Deutsch, das andere ist eigentlich Dänisch. Nicht? Und inzwischen können die beiden in dieser regionalistischen Agenda sehr gut zusammenarbeiten, können auch durch den guten Draht, die beide Minderheiten in die Politik haben, in beide Richtungen auch einiges erreichen. Ne? Also nicht so, dass, also so, gerade wenn das, als es diese Krise da 2011 war, 10, 11, da haben die beiden Minderheiten sehr gut zusammengearbeitet, um die nötigen Politiker in Berlin und Kopenhagen auf den Plan zu bringen, dass da was passiert. Nicht? Dass sie dann den Kielern gesagt haben, ihr müsst hier mal ein bisschen gucken, was ihr da eigentlich macht mit euren Zuschusskürzungen. Die sind natürlich auch in der Zusammenarbeit immer wieder erwähnt worden. Nicht? Also es gab 2007 eine Kompetenzanalyse, die von EURAG gemacht wurde übrigens, wo auch das Potenzial der Minderheiten hervorgehoben wurde, nicht gerade die Zweisprachigkeit. Die in der Wirtschaftsentwicklungsrelevanz war sie ein bisschen mau, die Studie, fand ich. Nicht? Also die hat dann nur die Minderheiten selber nur, ja, also die, also ich fand, die Minderheiten selber konnten keine Antwort richtig geben, warum sie einen Mehrwert darstellen, wirtschaftspolitisch, Regionalentwicklung. Es war immer nur, ja, da kommt so viel Geld aus Dänemark, Arbeitsplätze und so, aber was das wirklich bedeutet für die Region. Nicht? Und ich meine, das kam ja öfters schon. Wir wissen, dass Zweisprachigkeit ein soziales Kapital ist, aber wie wir das genau messen können, das ist alles ein bisschen dubios noch. Ne?
Ich habe selber einen Artikel geschrieben, wo es ein bisschen so um Nebenaußenpolitik geht, nicht? Also dass das Minderheiten durch diesen direkten Draht, den sie über die Grenze hinweg haben, durchaus außenpolitisch auch Akteure sind, obwohl sie es formell natürlich nicht sind, nicht? Also Außenpolitik wird ja von den Regierungen gemacht. Und dann jetzt gerade wieder, nicht, die Dänemark-Strategie von Schleswig-Holstein dieses Jahr, da wird also auch der erste Punkt, die Minderheiten sind die Brückenbauer und so weiter. Es wird nicht so sehr konkretisiert, was das eigentlich heißt, aber es wird zumindest genannt. Ja, Grenzregion als gemeinsamer Lebensraum, nicht? Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt ist total einseitig. Das ist wieder dieses Lohnniveau. Nicht? Also es lohnt sich eben kaum in Deutschland zu arbeiten, was auch wieder nicht ganz stimmt. Nicht? Es lohnt sich durchaus in Deutschland zu arbeiten, wenn man eine gewisse Qualifikation hat. Wenn man sie nicht hat, lohnt es sich sehr in Dänemark zu arbeiten. Nicht? Der dänische Arbeitsmarkt ist gerade für Geringqualifizierte sehr interessant. Aber es gibt auch eine psychologische Komponente, dass nämlich der dänische Arbeitsmarkt als netter gilt. Man duzt sich, flache Hierarchien und so weiter, nicht? Die meisten vergessen, dass es dann in Dänemark keinen Kündigungsschutz gibt, was auch erklärt, warum die Höhelöhner sind, nicht? Also dass die Löhne höher sind, nicht? Weil diese Risikoprämie für den Arbeitgeber, dass er seinen Mitarbeiter nicht los wird, die gibt es in Dänemark einfach nicht, ne? Also wenn man einen nicht mehr haben will, dann wird er gekündigt. Während so Kündigungsschutz in Deutschland spielt ja schon auch eine Rolle. Zweisprachigkeit ist auch nicht keine Voraussetzung mehr, sage ich mal. Das war es vor 20 Jahren noch. Aber inzwischen, der Druck auf dem dänischen Arbeitsmarkt war so groß, dass man gesagt hat, es ist egal. Und man hat die Erfahrungen mit deutschen Mitarbeitern waren auch positiv. Nicht? Also als die ersten dänischen Firmen angefangen haben, dann Deutsche einzustellen, da hat keiner so rumgeschimpft. Es kamen so ein paar Klischees, nicht? Die Deutschen sind pünktlich, melden sich nicht dauernd krank, aber die sind auch sehr unselbstständig. Muss ihnen immer sagen, was sie machen sollen, zeigen keine Eigeninitiative. Das waren so diese typischen Klischees, die es da gab. Nicht? Das immer stimmt, weiß ich nicht. Wir haben auch einen Zuzug nach Dänemark durch die Immobilienpreise im Moment. Das ist ja mal so ein Hin und Her mit den Immobilienpreisen. Also wir hatten vor 20 Jahren viele Dänen, die nach Deutschland gezogen sind, weil es vor allen Dingen in Flensburg günstig war zu wohnen. Inzwischen ist es andersrum. Wir haben aber auch Dänen, die nach Deutschland ziehen. Das sind aber meistens Dänen, die jemandem verheiratet sind, der nicht EU-Staatsbürger ist. Dänemark hat ziemlich rigide Regeln, was die Familienzusammenführung angeht, wenn man nicht EU-Staatsbürger ist. Das ist also nicht garantiert, wenn Sie als Däne jemanden aus Amerika oder Thailand oder sonst wo heiraten, dass Ihr Ehepartner in Dänemark wohnen darf. Das müssen Sie erstmal beantragen. Und dann müssen Sie beweisen, dass die Kulturzugehörigkeit zu Dänemark größer ist und so. Das hat auch dazu geführt, dass einige Dänen dann nach Flensburg ziehen, auch im Kopenhagener Großraum nach Malmö rüber. Und dann haben wir vor allen Dingen mit Corona, also eine der wenigen positiven Dinge ist, dass wir bei Corona, bei der Grenzschließung feststellen konnten, wie viel Verflechtungen es doch gibt. Das waren bei Weitem nicht nur Pendler und auch nicht nur Minderheiten. Es war schon interessant, wer da sein Pferd in Dänemark stehen hatte oder sein Boot in Deutschland liegen hatte und solche Sachen und plötzlich nicht mehr rüberkam. Also da waren lauter interessante Geschichten, was doch alles da ist. Wir haben natürlich die Grenzkontrollen, die Grenze ist wieder da. Das ging 2015/16 los mit der Flüchtlingswelle damals, wo Dänemark ja von Anfang an, also Deutschland hatte ja lange Willkommenskultur, Dänemark hat von Anfang an gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht, ne? Die sollen möglichst bleiben, wo sie sind. Die können wir nicht integrieren, wir haben schon genug Probleme mit Muslimen, die sich nicht integrieren und so. Nicht? Also Grenze wurde da, man hat dann zwar keinen Stacheldraht gebaut, aber der war schon eingekauft. Das wissen wir heute. Ne? Der Stacheldraht war schon eingekauft. Den hat man dann, man hat ihn, glaube ich, dann Ungarn verkauft, als Ungarn die Grenze zu Serbien dicht gemacht hat. Nicht? Der war schon da. Und da haben wir diesen tollen Wildschweinzaun. Ne? Afrikanische Schweinepest ist vielleicht ein Begriff, ich glaube, hier noch nicht aktuell, oder? Aber ist ein Begriff, nicht? Der erste Fall in Polen hat in Dänemark zu Alarmstimmung geführt. Haben gesagt, wir müssen was tun. Nicht? Dänemark muss wildschweinfrei werden oder bleiben. Also Dänemark ist schon relativ wildschweinfrei. Die haben die im 18. Jahrhundert immer alle ausgerottet. Und dann war der Nord-Ostsee-Kanal lange die Grenze. Aber durch die schleswig-holsteinische Energiepolitik, nicht, mit Förderung von Bio-Benzin, hat sich der Maisanbau nach Norden verlagert. Nicht? Und Mais ist ideal für Wildschweine. Da findet man die nie, da kommen sie durch. Also die Wildschweine sind auf dem Weg nach Norden und sind auch in Dänemark teilweise gewesen. Und die Riesenangst war eben da, dass die dänische Schweineproduktion mit der afrikanischen Schweinepest infizieren können und damit ruinieren. Und dann hat Dänemark gesagt, wir bauen jetzt einen Zaun, 1,50 Meter hoch. Es gab aber auch Stimmen, die sagten, bauen ihn gleich 3 Meter hoch, nicht? Dann kommt auch kein Flüchtling mehr rüber. So. Und dieser Zaun
ist ja für Menschen eigentlich gar kein Problem, weil da, wo man rüber kann, da ist ein Tor. Ne? Also auch bei diesen kleinen Pfaden durch den Wald, also über ein kleines Türchen, man kann da durch. Bei Corona konnte man da richtig gut durch, wenn man nicht über die Grenzübergänge wollte, die alle zubetoniert waren. Trotzdem hat das unheimlich viele Emotionen ausgelöst auf der deutschen Seite, ne? Dieser Zaun, ne? Dass nun da dieser Wildschweinzaun gebaut wurde. Und der wurde auch einfach so, da hat man nicht zusammen was gemacht. Ne? Das Kopenhagen hat entschieden, das machen wir. Ne? Das ist gut, das machen wir. Bis jetzt funktioniert es auch ganz gut. So, ne? Und dann, ja gut, wir hatten die Corona-Sperren. Ja, sind wir wirklich eine Vorzeigeregion? Ich denke, was man sagen kann, dass eine, also Tabus nicht mehr da sind. Es ist überall ein positiver Wille, zusammenzuarbeiten. Aber bei der Zusammenarbeit steckt der Teufel im Detail. Der macht das oft sehr schwierig. Vor allen Dingen ist die deutsche Seite, sage ich mal, sehr unflexibel, wenn es um flexible Lösungen geht. Da ist mal alles sehr bürokratische Regeln und das geht alles nicht und so weiter. Nicht? Dann wird auch hervorgehoben das Potenzial der Minderheiten. Wir wissen aber gar nicht genau, was es wirklich bringt und ist. Nicht? Wir wissen schon, ich meine, ich kann selber, also dass ich Dänisch konnte, damit habe ich mein ganzes Geld verdient. Ne? Also wie sie es von heute Morgen, nicht? Das Sozialkapital, also Sprachen, als dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, kann ich aus meiner Biografie natürlich voll unterstützen. Ich kann das aus der Biografie meiner Kinder unterstützen, die sich jetzt abzeichnet, die ja zweisprachig aufgewachsen sind und dadurch auch sehr keine Schwierigkeiten hatten, noch eine und noch eine zweite Fremdsprache zu lernen. Französisch war nicht so toll, aber mit Englisch und Spanisch und Englisch bei dem anderen, das war nie ein Problem. Das ist da, nicht? Und, aber wir wissen sehr wenig, wo diese Minderheitenangehörige landen. Die werden ja nicht gezählt. Bekenntnis ist frei und so, also man kommt an die Daten nicht so leicht ran. Mein Eindruck ist nicht, dass die Menschen arbeitslos werden, die Deutsch und Dänisch können in der deutsch-dänischen Grenzregion. Die finden eigentlich was. Aber ob die in der Region bleiben, ob die eher in Kopenhagen sind oder sonst wo, das wissen wir gar nicht so genau. Nicht? Wir haben keine öffentliche Infrastruktur, ne? Das ist eigentlich gar nicht mehr so richtig da. Wir haben natürlich, dass die Grenzkontrollen frustrieren. Was sehr frustriert, ist, dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther vor einem Jahr noch eine große Resolution unterschrieben hat, dass Dänemark die Grenzkontrollen abschaffen soll. Und jetzt aber die CDU ja auf den Zug umgesprungen ist, dass wir Grenzkontrollen brauchen in Deutschland. Also das ist, ich weiß nicht warum, also warum sie der AfD da hinterherrennen, aber das ist jetzt die Meinung der CDU und deswegen müssen Grenzkontrollen sein. Und deswegen kontrolliert Deutschland jetzt ja auch. Ich meine, gut, hin und wieder kontrolliert Deutschland auch. Ne? Das frustriert die Menschen, also das kam ja auch schon, Akteure sind wichtig. Ne? Also die Menschen, die jetzt wirklich die begeisterten, grenzüberschreitenden Zusammenarbeiter sind, die da was anpacken wollen, die sind frustriert. Dass da immer wieder von oben dann mit Kontrolle und ihr seid, also wir müssen kontrollieren, da kommt was Böses von außen. Ja, wir haben ein grenzüberschreitendes Logistikcluster, das ist eigentlich sehr interessant. Das würde ich sagen, ist wirklich ein positives Beispiel, dass das sind dänische Unternehmen. Ne? Das ist also nicht, dass da irgendwelche deutschen Unternehmen mit drin sind. Die wurden alle aufgekauft. Da gab es ein Interreg-Projekt, nicht, wie wir zusammenarbeiten sollen. Und danach wurden plötzlich alle deutschen Firmen aufgekauft. Ich glaube, die Dänen haben das genutzt, um den Markt zu erkunden, nicht, und was gut ist und was nicht. Und, aber die sind da richtig gut. Also auch so Funktionen dann da zu lokalisieren, wo es günstiger ist. Da hat man das Lager dann in Deutschland, weil das ein bisschen billiger ist. Und in Dänemark sind sie tarifgebunden und zahlen gute Löhne. In Deutschland ist das Mindestlohn und keine Gewerkschaften, kein Betriebsrat. Also es sind interessante Geschichten, die da auch so hinterstecken. Wir haben so einen Nischenraum, was ich sage, eh ohne Grenzen. Das sind dass die Region unheimlich attraktiv ist für Dänen, die eben ihre Ehepartner nicht nach Dänemark kriegen können. Und dadurch sich die dänische Minderheit auch verändert. Nicht? Die sind konfrontiert mit sehr vielen Zuzüglern, die oft auch Muslime sind. Ne? Also das sind ja eben oft auch Drittländer. Nicht? Also das ist eben so dänische Staatsbürger mit Migrationshintergrund, die dann jemanden aus der Türkei oder Somalia oder sonst wo heiraten wollen, weil es einfach ganz schwierig ist, die nach Dänemark zu kriegen, die Partner dann. Die machen das auch. Nicht? Also wir haben natürlich, wie überall, die Grenze als Barriere und als Möglichkeit. Danke sehr.